Unser Videovorspann hat es gezeigt. Wir sind bei der Rubrik KIM fragt nach. Heute haben wir die Gelegenheit, bei Thomas Hammermeister nachzufragen. Herr Hammermeister ist PR-Manager Deutschland bei Schneider Electric. Herr Hammermeister, wir haben uns drei Themen herausgesucht, die in Ihrem Hause Anfang 2013 diskutiert wurden. Kommen wir mal zum ersten Thema. Da ging es darum, welche Lösung bietet Schneider Electric zur Vereinfachung und Modernisierung industrieller Steuerungssysteme? Ja, danke, Herr Neumann. Die Lösung, die Sie angesprochen haben, Herr Neumann, ist Bestandteil unseres Angebots Plan Structure, eines ganzheitlichen Ansatzes für die Automatisierung von Anlagen und Prozessen. Hier geht es also darum, gerade bei der Modernisierung nach einer Bestandsaufnahme gemeinsam mit dem Kunden ein Konzept zu entwickeln, wie die Anlage modernisiert wird, Hardware, Software, das ganze Thema Visualisierung, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten und das Ganze unterbrechungsfrei, also im laufenden Betrieb, dann auch tatsächlich vor Ort umzusetzen. Bei dem Thema 2 geht es uns darum, ein ganz wichtiges Angebot von Schneider Electric ist der Begriff Machine Structure. Was bedeutet das eigentlich? Also Machine Structure ist genau wie Plan Structure, was wir eben erwähnt haben, wo wir eben drüber gesprochen haben, ein integriertes Angebot für die Automatisierung von Maschinen. Und zwar geht es darum, verschiedene Hardware-Plattformen, die entsprechende Software, die alle Aspekte der Maschinenautomatisierung abdeckt und die entsprechenden Experten zusammenzubringen. Teil der Software ist außerdem ein Angebot von Basisapplikationen, auf denen der Anwender aufsetzen kann und eine umfangreiche Funktionsbausteinbibliothek, die dann das Leben des Programmierers, des Automatisierers stark vereinfachen. Beim letzten Thema kommen wir zu einer Frage aus dem wirtschaftlichen Umfeld. Schneider Electric hatte zu Beginn des Jahres 2013 Besuch vom chinesischen Ministerium für Industrie und Technologie. Worum ging es denn dabei? Also bei dem Besuch der chinesischen Delegation ging es ganz klar um die Modernisierung der chinesischen Industrie, die in einem 5-Jahres-Plan auf ein westliches Niveau angehoben werden soll. Und weil es schon Kontakte zwischen Schneider Electric und der chinesischen Regierung gibt, war natürlich naheliegend, dass in Deutschland ein Standort von Schneider Electric besucht wird. Und in unserem weltweiten OEM Solutions Headquarters in Marktheidenfeld, das im November eingeweiht worden ist, wurden die beiden Aspekte, die die Delegation erfahren wollte, nämlich der Betrieb oder Bau von energieeffizienten Gebäuden, die Elektroausrüstung, das Energiemanagement, aber auch der Aspekt energieeffiziente Maschinenautomatisierung abgedeckt. Herr Hammermeister, das war jetzt KIM fragt nach. Wir danken für Ihre Antworten. Danke für